Der Bruder sagt, man hat sein Gebet gebetet und man hat dort drin etwas gehabt, was Sujud as-Sahu, die Vergesslichkeitsniederwerfung, erforderlich gemacht hat. Aber selbst die Vergesslichkeitsniederwerfung zum Schluss, Vergesslichkeitsniederwerfung, liebe Geschwister, ist, dass man sich zum Schluss nochmal zweimal niederwirft, vor dem Taslim, bevor man Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah sagt, oder danach. Es gibt unterschiedliche Ansichten von den Gelehrten. Die Sache ist so, wenn man das vergessen hat, zum Schluss die Vergesslichkeitsniederwerfung zu machen, die erforderlich war, dann guckt man, war das ein großer Zeitabstand? Wenn das jetzt nur vor halber Minute oder so, dann macht man das nach. Aber wenn das jetzt ein halber Tag oder sonstiges war, sagen manche Gelehrten, man muss das nicht mehr machen. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tafaddal.